So ungefähr soll die Seifenkiste mal ausschauen. Eine Seifenkiste, die die Schüler der Realschule an der Salzstraße in Kempten aber erst einmal bauen müssen. Sowohl Material als auch Aufbauanleitung dafür stammen von Liebherr. Wie auch 26 andere Teams wollen sich diese Schüler dann beim Liebherr Race miteinander messen. Hilfe beim Bau erhalten sie dabei von Auszubildenden des Industrieunternehmens. Für uns als Produktdesigner, also wir machen Sachen schon automatisch, die man so als Schüler nicht so wirklich gelernt hat. Es ist einfach schwer, die Sachen so wirklich auf den Text zu bringen, was man im Praktischen gemacht hat. Und dabei vergisst man auch wichtige Details, die als Schüler oder als Nicht-Mitwirker der Seifenkiste einfach nicht klar ist. Im Wettstreit mit anderen teilnehmenden Schulen beim Liebherr Race geht es nicht nur um eine gute Rennzeit. Unter anderem werden auch Qualität und Genauigkeit der Arbeit bewertet. Werte, die bei Liebherr seit jeher eine entscheidende Rolle spielen und die man mit diesem Projekt auch fördern möchte. Und noch etwas lernen sie dabei, abgesehen von handwerklichen Fähigkeiten und allgemeinem technischen Verständnis. Teamwork, vorausschauendes Arbeiten und sich in einer Gruppe selbst zu organisieren. Ich denke, das sind Dinge, die es im Unterricht normalerweise nicht die ich nicht umsetzen kann und wo man sonst die Möglichkeiten nicht gegeben haben. Nur die Gruppen, die das alles schaffen, werden die Chance haben, beim Liebherr Race einen der vorderen Plätze zu ergattern.